Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht und heute fangen wir mit einem neuen Let's Play Projekt meine ich natürlich. Und zwar ist das Ganze der Citybus Simulator 2, genauer gesagt der Citybus Simulator München. Der erste hat ja in New York gespielt und der zweite spielt in München. Erstmal ganz herzlichen Dank an die Kollegen von TML Studios nach Erfurt. Also sollte jetzt einer von euch sehen, Grüße nach Erfurt und vielen lieben Dank, dass ich das Ganze Let's Playen darf. Zum Handbuch noch ganz kurz was. Es wird ja in einer DVD-Version mitgeliefert mit einem Seriencode natürlich drin, also mit einer Seriennummer. Logischerweise, ansonsten könnt ihr das gar nicht spielen ohne gültigen Seriencode. Und mit einem Handbuch, und dieses Handbuch ist, wie ich finde, für 29,99 €, wo das Spiel damals gekostet hat, meines Wissens nach, oder wo ich mich noch erinnern kann, sehr umfangreich und es ist farbig. Also, das ist wirklich deutsche Wertarbeit. Nein, das ist klasse. Also, ich kann wirklich nur sagen, danke. Es gibt kaum noch Handbücher, die bei Spielen mitgeliefert werden, die farbig sind. Fast alles ist schwarz-weiß aus Kostengründen. Und da finde ich wirklich, dass das Thema gesagt hat, wir machen es farbig. Ganz großes Dankeschön an nach Erfurt von meiner Seite. So, worum oder welche Linie fahren wir heute? Wir fahren heute die Museumslinie vom Ostbahnhof in, ich denke mal, zum Hauptbahnhof oder zum Odeonsplatz oder zur Theresienwiese. Das werden wir von der Zentrale dann mitbekommen. Wir fahren heute in Solo. Also den MAN Lion City in der Solo-Variante mit 3 Türen. So viel kann ich euch schon mal verraten. Wenn ihr mal wollt, dass ich einen Gelenkbus fahre, auch kein Problem, einfach runter in die Kommentare und dann werde ich das Ganze auch machen. Am besten auch noch welche Strecke. Also ihr könnt wählen zwischen Odeonsplatz, Hauptbahnhof und Ostbahnhof, wo ich starten kann. Und im Depot halt hier. So, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Oh, die Türen sind da. Sehr schön. Dann Türen öffnen, drücken die linke Maustaste. Wieso habe ich das Tor eigentlich aufgemacht, sag mal, wenn ich eh durchlaufen kann? Wobei, das ist ein richtiger Epic Fail, Bug. Obwohl ich die aktuellste Version 1.2.4 habe. Naja, gehen wir erstmal um den Bus rum. Die Türen sind da, ein Wunder, weil ich habe das vorher mal zum Testen kurz aufgenommen und da waren die Türen weg. Oh ja. So, dann gucken wir doch mal, was uns hier so erwartet. Ah, sehr schön. Das ist also hier meine Busnummer 4226, wo ich angefunkt werde. Und Rußfilter. MVG-Busse sind sauber. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Lion City von der Firma MAN. Ganz am Anfang, als ich mich mit dem Bus noch nicht so gut auseinandergesetzt habe. Oh, man sieht hier einen Schatten. Das ist ja wie ein Outlast. Da dachte ich, der Citaro und der Emma und der Lion City wären dieselben. Also ich konnte das noch nicht so ganz auseinanderhalten, aber jetzt bin ich schlauer geworden und habe auch einiges dazugelernt. Natürlich auch dank eurer Hilfe und dank euren Kommentaren. So, jetzt machen wir erstmal den Bus auf und zwar hat es hier, wo ich hier stehe, eine Klappe. Und da drücken wir auf die linke Maustaste. Normalerweise müssen wir die Klappe öffnen und da ist, glaube ich, ein Taster oder wo man einen Schlüssel reinsteckt, irgendwie sowas. Und da können wir noch in den Bus rein. Bevor ich auf den Fahrerarbeitsplatz gehe, kontrollieren wir den auch nochmal ganz schnell durch. Ja, das sieht doch schön aus. Etwas frage ich mich jetzt gerade. Was ist, wenn ein Notfall ist und ich habe hier keinen Nothahn? Wo ist denn der im Bus? Oder gibt es den einfach nicht? Da kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Doch, Nothahn, aber wo ist der bitte hier? Oh, hier komme ich nicht durch. Hier haben sie super Arbeit geleistet, aber irgendwie am Tor vorne nicht. Im Notfall, Griff in Pfeilrichtung drehen, Tür öffnen. Ich frage mich jetzt echt, haben sie das vergessen oder dürfen sie das nicht hinbauen? Also, schreibe ich das nochmal in die Kommentare, das finde ich irgendwie amüsant in einem Bus ohne Nothahn. Na ganz toll, was ist, wenn die Panik ausbricht? Oh mein Gott. Ein steinalter MVG Ticketautomat Entwerter, wobei die haben jetzt auch welche mit Touchscreen endlich. Also ich meine, da ist ein bisschen Vorreiter mit dem Fahrplan hier oben.
Ja, man kann es ja nicht so genau erkennen, weil es auch sehr unscharf ist alles. Ja, und hier oben ist unser schönes Anzeigegerät. Richtig modern. So, jetzt nehmen wir Platz. Das machen wir mit der Taste C. Oder mit der, doch, wir drücken die Taste C. Jetzt haben wir den Nummernblock. Zuallererst drücken wir die Taste E, um die Bordsteinplanung zu aktivieren. Ich mache schon mal, genau, die Tür mache ich erst, wenn der Motor läuft natürlich. Jetzt haben wir natürlich, wie gesagt, schon den Nummernblock und da können wir verschiedene Sachen machen. Wir drücken auf die Taste 9, dann komme ich in diese Option. Jetzt tun wir den Zündschlüssel um 2 Positionen nach vorne verschieben. Genau. Jetzt tue ich die geteilt durch Taste drücken, um hier auf das IBIS-Gerät zu kommen. Das integrierte Bordinformationssystem. Eigentlich müsste ich ja irgendwo eine Karte einschieben, die mache ich aber oben. So, dann drücken wir 2, 3, 4, 5, also 5 mal die 5. Und nochmal 1, 2, 3, 4, 5. So, dann klicken wir hier auf Sprechwunsch, empfangene Weisungen, weil wir müssen ja wissen, wo, auf welchem Kanal 0, 1 oder 2 funkt die Leitstelle. Okay, auf Kanal 0 und hören wir uns nochmal ganz kurz an, was die zu sagen haben. Zentrale Anlagen 4, 2, 2, 6. Guten Tag. Zurzeit haben wir draußen Minusgrade. Achtung, es ist mit Glatteis zu rechnen. Danke. Betroffen ist die Region München. Als Verstärkung wegen des Rummels bekommst du folgende Route heute zugeteilt. 1, 0, 1, 1, 0. Auch heute gilt, Änderungen am Dienstplan werden über Funk mitgeteilt. Laut deutschen Wetterdienst wird es heute wolkig. So, der Grund ist natürlich, wieso ich mir jetzt so viel Zeit genommen habe, ist ganz einfach, weil ich kein Unfall bauen möchte und weil ich rechtzeitig ankommen möchte. Und da die Rotampelphasen trotz des Updates immer noch sehr lange sein können, dachte ich mir, hey, lieber früher da sein als zu spät. So, jetzt klicken wir erstmal auf Menü, Einstellungen, tun den Inverter freigeben, tun die Innenansage rein. Gut, soweit stimmt alles, perfekt. Jetzt hören wir mal, ob die Ansagen funktionieren. Nächste Haltestelle, Ostbahnhof. Endstation. Funktioniert. Bitte alle aussteigen. Umsteigemöglichkeit Neue zur Informationen zur U-Bahn aktuellen zur S-Bahn. Verkehrssituation. Sämtliche Zufahrtsstraßen zur Theresienwiese sind verstopft. Fahr durch die Hermann-Link-Straße. Sehr gut, Dankeschön. Jetzt drücken wir auf die Taste 0. Gut, da werden die Sachen erst angezeigt, wenn ich an der Haltestelle bin und wenn das Ganze weiterschaltet. So, dann, bevor ich es vergesse, drücken wir auf das X, um die Karte einzuschieben. Auf OK drücken. Jetzt müssen wir kurz einen kleinen Moment warten. Das kann ein bisschen dauern. Das System ist nicht mehr das schnellste, muss ich auch dazu sagen. So, jetzt endlich läuft wahrscheinlich nur mit Windows NT anstatt mit Linux. Aber das habt ihr nicht von mir. Jetzt funktioniert's. Ich sehe es. Wunderbar. Auf OK. Genau, hier. Uhrzeit, gefahrene Kilometer. Bitte mal gespannt, was er mir anzeigen wird. So. Dann ein Fehler, den viele zu Beginn machen, ist die Parkbremse lösen. Wenn ich das nämlich mache, dann kommt dieser Pfeifton. Wir starten erstmal den Motor, indem wir die Pfeil nach oben Taste drücken, also wenn ich Gas geben würde, und den Zündschlüssel nochmal um die Stufe 3 betätigen. So. Jetzt tun wir D für nach vorne und drücken die Taste 1 auf dem Nummernblock, um die Türe zu schließen. Naja, da ist es schon wenigstens richtig perfekt originalgetreu. So, jetzt tue die Feststellbremse lösen und sollte immer noch ein Pfeifton zu hören sein, dann müsst ihr mal ein bisschen Gas geben, damit der Druck sich aufbaut im Kessel und da funktioniert das Ganze auch wunderbar. Wir müssen natürlich mit Licht fahren logischerweise und ich würde sagen, die Innenraumbeleuchtung mache ich an. Leuchtungstest. Ja, passt. So, dann würde ich sagen, fahren wir los. So, dann würde ich mal sagen,
Bildschirm. So, dann blinken wir mal. Moment, in die andere Richtung bitte. Du blinkst total falsch, Kollege. Hier dürfen wir nämlich nicht entlang fahren. Aber hier, jetzt müssen wir mal gucken, bis wir hier ungefähr in der Mitte der Straße sind und können dann wunderbar einbiegen. Naja, fast wunderbar. Ich muss zugeben, die Steuerung war für mich am Anfang ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig, weil ich war die Steuerung von OMSI gewohnt und dann diese Steuerung, das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Aber gut, man gewöhnt sich ja bekanntlich an alles. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Nicht umsonst heißt es ja so schön. So. Dann. Ja, ich weiß. Aufgrund eines Unfalls, Höhe Karlsfelder Straße, ist der Verkehr zum Erliegen gekommen. Oh, auch meine Frau in der Zentrale. So, dann biegen wir ab. Ich meine, natürlich ist es nicht so komfortabel zu lenken mit Tastatur, wie ich das jetzt hier mache, als mit einem Joystick oder so, aber ganz ehrlich, die Joystick-Steuerung, da habe ich mir angeschaut, die ist grottenschlecht. Egal wie ich es einstelle, das Lenkrad will einfach nicht so wie ich will und das ist sehr, sehr nervig. Also da muss ich wirklich sagen, oh Leute, bringt da bitte mal uns ein Patch. Es ist mit dem Lenkrad sehr gut, das glaube ich auch, aber ich finde für das, was ich so gesehen habe, nee, sorry, das könnt er nicht bringen. So, dann heißt es abbiegen da vorne. Oh, ich bin nicht über Rot abgebogen, sehr gut. Ich finde auch gerade diese Geschichten mit dem Funk sehr toll gelöst, also wirklich. Da haben die Entwickler sich was einfallen lassen. Was auch Zentrale mit den neuesten Verkehrsinformationen. Achtung, Geschwindigkeitsmessung in der Prinzregentenstraße in Richtung Ostbahnhof. Vielen lieben Dank. Falls ihr euch fragt, warum ich hier nicht nach hinten sehe, das hat ressourcentechnische Gründe, weil ansonsten ich habe eine Radeon HD 7950, die gar nicht mal so schlecht ist, aber naja, das bringt es doch irgendwie zum Stocken. Ja, die Linie 941 ist vor mir, sehr schön. Linken oder ganz kurz müssen wir auf die andere Spur. Die Polizei blitzt wieder in der Wilhelmstraße. So, jetzt drücken wir die Entferntaste, um die Haltestellenbremse kurz reinzumachen. Ist gerade was kaputt gegangen am Bus. Herr Gilbert, du sollst doch bitte schon richtig fahren. Schauen wir doch mal kurz. Nee, eigentlich nicht. Schauen wir doch aufs Ibis-Gerät. Ach ja, da habe ich noch genug Zeit. Schauen wir mal ganz kurz, wann kann ich und kann ich nicht. Nicht, dass ich hier noch umfall. Oh, Monsieur. Ja, komm, fahr. Oh, Dankeschön. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, sieht es hier wirklich so aus wie in München? Oh, was ist mit dem Funk jetzt los? Hört ihr das? Ja, dann fahren wir noch mal da, wo der Bus ist. Ich hoffe mal, ich fahre jetzt richtig. Funk jetzt los, sag mal, eieiei, das klingt ja mal gar nichts, wo ich jetzt aber was suchen würde. Hier oben könnte ich es im Fall lauter stehen, wo die zwei Boxen sind mit dem Drehrad. Na, ich kann nämlich fahren, seht ihr? Ich hab nämlich grün, also der Strich ist meine Linie.
Sie Files 50, aber es kommt mir irgendwie nicht so wie 50 vor. Das haben Melde Störung der Linie 25 in der Kurzstraße. Das haben sie irgendwie echt nicht hinbekommen. Also bin ich ein bisschen enttäuscht. Also, weil ich wirklich dachte, hey, das... Oh, Kollege, was soll denn das da vorne? Hi, ja, das war aber auch sehr, sehr... Habt ihr das gesehen? Es war Multibene knapp. Soll ich den überholen oder noch warten? Ich warte noch lieber. Das ist mir ein zu großes Risiko, weil nicht, dass der Bus dann quasi kaputt ist, wenn er am Ostbahnhof ankommen soll. Gut, ich fahre zumindest schon mal in die richtige Richtung. Noch 2-3 Haltestellen und dann geht's ab zur Theresienwiese. Das ist doch mal schön. Dort drüben auch Morsbier auf uns. Sehr schön. Ja, ja, ja. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde die Lion City Busse toll. Also gerade die Sitze finde ich sehr bequem und ich finde allgemein, was ich ein bisschen schade finde, ist die Anzeige hier. Die kann ich nicht umstellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tür öffne, dann wird mir das hier nicht angezeigt, sondern quasi nur hier über leuchtende, ja, Punkte quasi. Da finde ich ein bisschen doof. Und die Rotphasen, die sind echt... Nein, jetzt. Dankeschön. Wenn er nämlich grün hat, kann ich nämlich hier hin. Ah, sehr gut. Ich habe natürlich wieder mal Glück, seht ihr, das ist ganz knapp, aber ich kriege ja bekanntlich alles hin. So Leute, können nicht mit, ich fahre erstmal. Hi Kollege. Also ich höre zum Teil wirklich auch Geräusche, also es ist... Was den Funk angeht, ich habe natürlich so das Gefühl, das haben sie aufgenommen und dann ein bisschen, ja, wie sagt man, verleisert, also quasi... Achtung, Geschwindigkeitsmessung in der Martin-Luther-Straße. Okay, ich fahre jetzt 100% komplett falsch, wetten? Boah, nein, ich fahre richtig, ein Wunder ist geschehen. Es ist zu kalt im Fahrgastraum. Immer diese Leute, die rummotzen. Nein! Wurde es echt grün? Oh, darf doch nicht wahr sein. Aber wir sind zumindest schon sehr nah am Ziel. Also ich habe noch eine Station. Danke. Endlich. Endlich wird es grün für mich auch. Ich mir jetzt schon denken kann, dass ich irgendwie falsch war. Ich weiß nicht. Wobei, na, nee, ich war doch nicht so falsch, wie ich dachte. Weil jetzt habe ich es dran hinter mir. Jetzt geh mal doch mal vorsichtsweise rüber. Na, wenigstens ist die KI so schlau und merkt, dass ich durch will. Auch wenn ich glaube, ich 100 pro der Spur hätte bleiben können. Das war mir einfach irgendwie zu heiß. Jetzt werde ich wahrscheinlich alle in den Kommentar schreiben, oh, die anderen machen es aber anders als du. Ja Leute, ich bin nicht die anderen. Auch ein Busfahrer kann mal ein Fehler passieren, sage ich mal. So, jetzt sind wir gleich am Hauptbahnhof, beziehungsweise am Ostbahnhof, nicht am Hauptbahnhof. Achtung, Fuß vom Gas in der Narzissenstraße.